So, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wir werden jetzt anfangen mit dem Fan-Unboxing Teil 1. Heinz. Erstmal hier vorsichtig. Ach so, das ist eine komplette Karte. Na, siehst du, und ich schneide das hier vollkommen falsch auf hier. So. Jetzt habe ich es richtig. Und das ist ja goldig. Frohe Weihnachten. Ja, das ist so 3D. Ja, mit dem Weihnachtsmann. Das ist ja geil. Das packen wir mal hier hin. Dann haben wir noch eine Karte. So, wo kommen wir da am besten ran? Nee, das ist jetzt schwarze Klebeband. Hier. Ja, das passt, das passt. Nimm dir in der Weihnachtszeit mal etwas Zeit für dich. Das werde ich auch machen. Das werde ich dieses Jahr definitiv machen. Oh, Heinz hatte wieder mit Panzertape hier so zugetackert. Ich könnte, ich glaube, hier. Ich glaube, hier oben. Oh, Gottes Willen. Oh. Also wenn einer weiß, oh, wie man Pakete verpackt, dann ist es Heinz. Oh. Ist offen. Oh, das ist ja süß. Das ist ja süß. Ich packe erstmal alle wieder aus und dann gucken wir uns das alles an. Irgendwas Stoff. Stoff. Gelanget aus Stoff. Okay. Ich habe zwar jetzt keine Ahnung, was da drin sein soll. Noch was? Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, was das ist. Ich glaube. Dafür muss ich euch mal ein Stück weiter zurück machen. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, wie das hier aufgeht. Ah, hier. Und hier. Und hier? Nee, doch nicht. Muss ich doch hier oben ist da locker. Oben ist locker. Unten? Nicht. Ah, jetzt. Diesen Standfuß. Okay. Na, ich tippe schon mal raus, dass es ein Standfuß ist. So. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist so ein...
Ach Mensch, wie heißt das? Wie heißt das? Zum Strahlen. Also ja, ich strahle auch, aber ich meine, das Ding ist zum Strahlen. Das ist, ihr wisst, was ich meine. Ja, so ein Ding zum Strahlen. Alter Scheiter, wie geil. So, wie kommt das jetzt alles befestigt? An, aus, Power, Test. Rote LED für an. Und wie wird das jetzt befestigt? Da waren sie wieder, meine zwei Probleme. Ich glaube, so. Man könnte sie auch so festmachen, oder? So, denke ich eher. Ich hoffe, es ist richtig. Rein, wenn du es siehst, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, es ist nur richtig. So. Jetzt muss ich ein Stück rüber hier. So, jetzt haben wir das. Da würde ich gleich ein Fan-Unboxing mit zusätzlichem Pakt aus. Hardware-Video. Das machen wir hier alle gleich. Mit eben am Schlag. Dann. Ich bin gerade immer noch total perplex und. Wow. Das ist, glaube ich, das kommt, glaube ich, dann daran, oder? Ja, das müsste daran kommen. So, so, so. Ich schraube jetzt gerade das Metallteil hier ran. Muss ich mir im Schlafzimmer einen Platz dafür mal freimachen, dass ich das dann immer wegräumen kann. Fest. Das kommt dann zum Schluss. Das mit Klettverschluss. Das kommt zum Schluss. Zum Schluss. Dann kommt das. Das kommt hier so drüber drauf. Aber wie? Frage. Nächste Frage. Ist das jetzt? Und okay. Ich weiß jetzt, wo die Stangen drin kommen. Ist das eigentlich egal, wie rum, worum, warum? Muss der dünne oder der dicke Ende nach unten? Ich glaube, das dünne nach vorne. Obwohl der dünne, nee, der dünne, das könnte das ja durchtrennen, weil ja Spannung drauf ist. Also machen wir das dicke Ende nach vorne. Was natürlich nicht durchpasst, oder? Doch, passt. So, einmal. Technik, die verkleistert. Dünne Ende durch. Dann werdet ihr gleich eine deutliche Qualitätssteigerung feststellen, wenn ich hier fertig bin.
werde ich euch das gleich mal demonstrieren, also mit fachlich korrektem Test. Na, fachlich korrekt nicht, aber mit dem Test. Bei mir ist nie was fachlich korrekt. Ich ziehe das durch, wie ich das mag und wie ich das will, und ich schneide hier nicht. Ich lasse hier alles ungeschnitten. So. Und jetzt... Ach, dafür sind die Löcher. Okay, gut. Ich habe jetzt schon mal gefunden. So. Okay, da haben wir den. Ist doch falsch rum. Ja. Ich hätte mal erst gucken sollen. Die passen hier besser. Also doch andersrum. Dicke nach unten. Dünne nach oben. Nochmal komplett. Tausch. So. Ach, Mensch, Mutter. Na, Vorsicht. So, haben wir. Das noch. Das noch, eins noch. So. So, haben wir. So, dann machen wir das hier so drüber. Das kommt in das Loch. Das kommt. Oh. Machen wir hier festschrauben. Oh, falsche Richtung. Ach Mensch. Komm, jetzt schon. Habe ich es mal überall festgemacht, damit auch feststeht. Ja, jetzt steht es hier auch fest. So, jetzt die Löcher finden. Deswegen ist der Klettverschluss dran. So. Machen wir hier mal den Klettverschluss ohne auf. Ja, Entschuldigung, ihr seht mich jetzt gerade nicht wirklich. So. Oh, fuck it. Oh. Na komm rein. So, jetzt ist es da auch drin. So, nur noch eins. Und dann ist alles drin. Oh, fuck. Oh, ich hab's drin. Leck mich am Arsch. Oh, so. Und jetzt muss... Das hier wieder rum. Ach Gott. So. So, haben wir da. Könntet mal ein bisschen standfester machen. So. Mach die Füße jetzt mal nicht so weit auseinander. Dann ist jetzt schon ein bisschen standfester.
So, da seht ihr mich auch wieder. Wie wird das jetzt hier? Achso, da. So, einmal. Hier nochmal. Oben geht es ein bisschen leichter zusammen. Aber bestimmt, weil die andere Seite nicht zu ist. Ah. Haben wir? Haben wir. So. Jetzt müssen wir hier vorne auch noch. Jetzt muss ich das erstmal, ist ein bisschen größer als ich gedacht habe, ist es. Also eben beim Zusammenbauen dachte ich, ach naja, kann man mal schnell im Schlafzimmer irgendwo hinstellen. Muss ich nur gucken, wie ich das jetzt hier noch befestige. Ach, da ist da eine Seite. Da, da, da. Okay, dann denke ich mal, kommt das doch. Einmal so. Das kommt dann hier drüber. Das kommt daran. Das ist nämlich so umgeschlagen ist das hier. Dass es auch wirklich komplett drauf sitzt. Der Klettverschluss am eigentlichen Gerät hier ist so. Und an dem Weißen ist er so. Also hat man eine lange Auflagefläche. Selbst wenn es da mal nicht so passend genau sein sollte, passt das. Jetzt habe ich das hier zugemacht. Ich habe ja hier noch ja nicht. So. So. Jetzt muss ich mir langsam echt was Neues einfallen lassen für meinen Unboxing-Tisch. Weil es immer größer und mehr und so wird, wird wahrscheinlich die Lampe doch wieder wegräumen. Aber ich nehme erstmal das dicke Stäbchen. Oh, wie hoch geht denn das? Da kann ich ja ganze Bude ausleuchten mit. So. Und ja, dann kommt hier hinten die Lampe weg. Aber momentan bleibt sie noch stehen. Ich zeige euch dann jetzt erstmal was. Oh, der ist aber, oh, der ist schön lang. Oh, den kann ich schön verstecken. Das kann ich auch ganz, passt mal auf, ich habe jetzt gerade eine geile Idee, weil der so schön lang ist, der Kabel. So, jetzt machen wir das mal daran. Und das nehmen wir mal kurz hier. Hoppala. Jetzt komme ich gegen die Decke hin. Oh, so. Jetzt stelle ich das einfach mal hinter die Cam. So. Und nehme mir den langen Kabel hier ran und dann passt das. So. Und dann richten wir das hier auch mal aus. Ich richte das schon mal gleich aus mit euch hier. So. Auf den Tisch. Oh. Na, das Stativ, das obere, das hält das Gewicht nicht gerade. Aber geht schon. Doch, hält. Achso, das ist so gemacht, dass man auch noch leicht verschieben kann. Okay, gut zu wissen. So, und passt mal auf. Ist an. Ja, mal gucken. Cool. Der löst so, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das gleich mitkriegt. Der löst hier so erst einen Blitz aus. Ist ja geil. Und piepen tut da auch.
So. Was haben wir hier? Off. Hier haben so einen Klinkeanschluss für off. Jetzt machen wir das mal hier rauf. Machen wir da. Ach, der macht das nur ein paar Mal, dann muss er sich aufladen. Okay, das ist cool zu wissen. Wenn ich das ausmache. Dann ist komplett aus. Okay, muss also alles an sein. So. Jetzt werdet ihr noch nicht viel Unterschied merken, aber passt mal auf. Jetzt machen wir das hier oben mal aus. So. Ihr seht, ich habe jetzt keine Beleuchtung mehr von vorne. Jetzt machen wir das hier auch mal aus. So, und es ist jetzt tagsüber, nicht nachts, ich kann euch das auch gerne zeigen. Draußen ist es tagsüber, es ist richtig hell, es ist jetzt, was ich sehe, mittlerweile glaube ich 10 oder sowas in dem Dreh. Und so kann man ja schlecht was zeigen, wenn ich hier auf den Tisch. So, und jetzt passt mal auf, wenn ich das jetzt hier anmache. So. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig von oben jetzt, von so. Wenn ich das jetzt natürlich hier noch was herumhole. So. Das hier schön nach oben ziehe. Und das Lichtlein direkt auf den Tisch drehe. So. Jetzt habe ich die genau über mir, praktisch wie die Sonne. Und ihr seht mich hell erleuchtet. Selbst wenn ich jetzt auf den Tisch zoome und euch, was zeige ich euch, hier die E-Zigarette, die ich jetzt Video gemacht habe. Ihr könnt alle super erkennen. So, und jetzt zeige ich euch die gleiche Einstellung mal mit dem Licht an hier und dem aus, wenn ich rankomme. So. Ihr seht, da ist das Licht viel greller, viel härter. Wir sehen hier den Knopf, aber alles spiegelt und hast nicht gesehen. Und jetzt nochmal zum Vergleich. Nicht, dass das heißt, ich bilde mir das immer nur ein. So. Und da seht ihr das jetzt. Hier sehen wir den Knopf. Spiegelt zwar auch ein bisschen, aber es ist nicht so grell. Auch außenrum ist es jetzt nicht so grell. Ich habe zentriert das Licht auf meinem Tisch. So. Das ist der Lucky. So. Ihr seht, jetzt ist das Licht natürlich hier von oben. Es kommt direkt hier rauf und dadurch, es ist aber ganz schön warm hier drunter, du. Leck mich am Arsch. Ja, aber es ist angenehmer für mich, für die Augen auch, wenn ich jetzt hier so ein Licht habe, als so ein Licht, wo ich sage, pff, ist das wesentlich angenehmer für mich. Ja, dann werde ich das mal hier nochmal zeigen. Also, ich habe von Heinz, jetzt mal die Aufkleber wegmachen hier, damit es sich nicht wieder am Tisch festklebt. So, einmal eine Karte bekommen. Wartet, die andere, die klebt gerade wieder am Tisch fest. Ah. Achso, hätte ich auch. Ah, Ekel wieder. Wollen wir denn ein Paket von Heinz? Oh. Muss ich mich heute gleich nochmal runter. Machen wir gleich hier auch mit. Der Wind pfeift hier ganz schön. Ich habe nämlich gerade, weil der, wie gesagt, der hat mich ja wach geklingelt, der Postbote. Weil ich ja gestern Abend nur so lange gemacht hatte, habe ich mich dann, nachdem meine Tochter weg war, nochmal hingelegt. Und hatte mir den Wecker eigentlich gestellt auf 12.
dass ich halt nochmal zwei, drei Stündchen wegknacken kann. Also dann brauche ich diesen Monat ja nicht das Geld dafür ausgeben, das wollte ich mir auch bald holen. Dann kann ich mir jetzt erstmal drauf konzentrieren und mir noch einen Akku holen. Das ist der Akku hier, weil der hält nicht lange vom Camcorder. Das ist der Nachteil. Und da dann immer warten, bis dann der Akku wieder voll und hast mir gesehen, dass wenn man gerade im Video ist und dann sagt, ey Leute jetzt, und dann kann ich abends erst machen, bin vielleicht schon umgezogen, weil ich noch in der Stadt war und hast nicht gesehen, ist das halt ein bisschen doof. So, jetzt nochmal. Die große Karte, die kleine Karte und ein Nikolaus-Paketchen. Ja, das werde ich an meine Tochter abdrücken. Ich habe ja die Lampe. So, dann packen wir das mal. Ich habe keinen Platz mehr. Ich hab langsam echt keinen Platz mehr. So, müssen wir mal gucken. Machen wir das mal nach unten. Was haben wir denn hier? Achso, den muss ich ja auch noch machen. Die sind ja weg. Einige Videos sind ja weg gewesen. Deswegen muss ich ja da teilweise neue Videos machen. So, lege ich mir das mal alles hier bereit. So. Dann kann ich Heinz nämlich hier. Ach Mensch, jetzt hat die ihren Laptop hier noch mit hingeklatscht. Die hat nämlich Technikverbot, meine Tochter. Und habe ich ihren. Also den Laptop, den hat sie hergebracht. Den habe ich eigentlich im Zimmer gelassen. Habe den Stromkabel. Und ihr Tablet und ihren 3DS. Den normalen 3DS, der andere kommt ja jetzt erst. Hat sie vorbeigebracht. Ach Mensch, ist das eine Maus, ey. Kinder, ach, die Maus hat sie auch mit hergeschleppt. Ey, nee, Kinder. Kinder. So, dann lege ich mir mal hier bereit, was ich hier noch abarbeiten muss. Was ich nochmal abarbeiten muss. Weil es weg war. So, dann kann ich mich das von Heinz hier, die Süßigkeiten hier hinlegen und die Karten hier hinlegen. Die gebe ich natürlich nachher gleich meiner Tochter. Beziehungsweise zum Nikolaus. Die werden erstmal noch weggepackt. So, das, die Tasche packen wir auch hier oben auf. Ich habe keinen Platz. Ich habe keinen Platz mehr. So, das soll es jetzt aber auch wirklich soweit gewesen sein. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.